Ja, hallo zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und heute fotografiere ich eine Arztpraxis und nehme euch einfach hier bei diesem Making-of mit und zeige euch, wie ich diesen Empfangsbereich zuallererst fotografiere, dann den Wartebereich und dann noch ein Behandlungszimmer. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich erstmal ein Licht aufgebaut habe, weil der Raum hier, der Empfangsbereich, ist etwas dunkel. Der Godox SL60W, der macht hier ein ganz angenehmes Licht. Nicht so harte Schatten, weil wenn ich jetzt mit dem LED-Licht hier voll auf den Tresen leuchten würde, hätte ich harte Schatten und die möchte ich vermeiden. Und zum anderen fotografiere ich jetzt mit meiner Sony A7 III und habe auch den Sony Blitz oben drauf geschraubt und fotografiere mit dem Blitz auch indirekt. Also ich lasse das, das Licht an die Decke strahlen und somit habe ich auch ein weiches Licht. Und diese Softbox darf natürlich auch nicht fehlen. Softbox to go. Bup. Such mir jetzt natürlich die passende Ecke raus und versuche auch, die Kamera in der Waage zu halten und nicht zu sehr zu neigen oder nach unten zu halten, weil sonst habe ich stürzende Linien. Ich möchte ja die Wände wirklich gerade drin haben und genau, so mache ich das. Suche mir einen guten Bildausschnitt aus, halte die Kamera exakt in der Waage und jetzt. Zack. 8er Blende, 1/100 Belichtungszeit. Es ist ein ganz vernünftiges Foto. Ich habe was von dem schönen Boden aufgenommen, habe auch die Türen hier in der Praxis aufgemacht, dass möglichst viel Licht hier in den Raum reinfällt. Und jetzt geht es weiter in den Wartebereich. Jetzt kommt es tatsächlich auf Details an. Ich habe zum Beispiel die Stühle hier vorne kleine Stückchen weg von der Wand gezogen. Ich habe dort eine Pflanze hin dekoriert. Den Blumenstrauß haben wir hier extra heute reingestellt und die Zeitschriften hier haben wir auch so schön hintrapiert, dass es richtig cool aussieht, wenn man dieses Foto sieht. Und das Foto von dem Wartezimmer mache ich auch aus Sicht des Patienten, wenn er hineingeht. Das heißt, ich positioniere mich jetzt hier am Türrahmen und schieße das Bild. Achte wieder darauf, dass die Kamera in der Waage ist und nicht nach unten oder oben kippt, dass ich diese stürzenden Linien vermeide. Diese Raffrollos habe ich jetzt auch extra zugemacht, dass das Bild nicht zu sehr überbelichtet. Die Sonne scheint aber dennoch ziemlich stark durch. Das versuche ich in der Nachbearbeitung, halt diese weißen Flächen etwas vom Licht her zu dimmen. Jetzt muss ich einfach darauf achten, dass ich diesen Türgriff nicht mit drauf habe, dass ich quasi hier dran vorbeischieße. Zack. That's it. Ja, und auch hier in dem OP-Bereich schauen wir erstmal, dass das Zimmer clean aussieht, dass Kugelschreiber weg sind, dass einmal Handschuhe und die Verpackungen einfach weggeräumt sind. Also so clean wie möglich und so hell wie möglich gilt es hier. Und dieser Raum ist ja sehr klein, also werde ich auch in eine Ecke rein gehen und von da aus das Bild schräg auf den OP-Stuhl machen. Auch hier werde ich wieder indirekt nach oben blitzen, vielleicht sogar auch ein bisschen nach hinten blitzen, um den Stuhl hier etwas anzuschneiden. Ich möchte keine harten Schatten. Die Lampe habe ich auch mal angemacht. Die leuchtet nach unten, dass ich den Lichtkegel nicht sehe. Der wird hier von dem Stuhl schön abgedeckt. Von außen hatte ich jetzt auch schon gerade versucht, von außen reinzuschießen, aber es hat nicht funktioniert, weil das Fenster nicht genug aufgeht. Also bleibt mir jetzt hier eigentlich nur diese Perspektive. Und meine Orientierungspunkte sind jetzt auch die Türrahmen und hier die Führungslinien und schaut zu, dass die wirklich senkrecht in meinem Bild sind, weil ich fotografiere sehr weitwinklig auf 16 mm, da es ein kleiner Raum ist. Und auch hier ist total wichtig, ein Klappdisplay zu haben, weil hier könnte ich nicht durch den Sucher durchgucken. Und so habe ich eigentlich ein ziemlich geiles Bild. So, jetzt blitze ich mal auch nochmal an die Decke, schön indirekt. So, das war's Leute von mir. Ein kurzes Praxis-Shooting, alles in einer Stunde umgesetzt. Wichtig ist einfach bei solchen Sachen, dass die Räume wirklich clean sind, dass die Putzfrau oder der Putzmann die Reinigungskraft vorher durchgelaufen ist, dass man sich hier frei bewegen kann und vor allem Ruhe hat beim Shooten. Und dann zählt es wirklich, also Details sind super wichtig, auf die zu achten, dass man die Sachen auch wegräumt, die einfach noch liegen geblieben sind. Thank you.
Das war's von mir. Vielen Dank fürs Reinschauen. Jetzt habt ihr mich mal wieder begleitet bei einer schnellen Aktion. Ich sage ciao, euer Sigi vom Ammersee und bis zum nächsten Video. Und wenn es euch getaugt hat, lasst einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal. Bye, bye.